gerne weitermachen, damit wir nicht zu spät, nicht zu viel Zeit verlieren. Ich freue mich, dass Sie auch wieder so zahlreich zurückerschienen sind und möchte noch darauf hinweisen, dass wir bei diesem Panel, bei diesem Podium aus organisatorischen Gründen für den Livestream keine Bildübertragung leisten können. Der Ton wird aber übertragen, also an den Endgeräten sozusagen nutzen Sie das doch gerne weiterhin wie eine Radiosendung, wie ein Podcast. Am Nachmittag wird das Bild wieder zugeschaltet, aber bleiben Sie dran. Mit dem nun folgenden Panel wollen wir jetzt auch noch mal stärker die neben den kollektiven Folgen des Kontinuums sexualisierter Gewalt, sexualisierter Kriegsgewalt, auch die individuellen Folgen mit einem kollektiven Ausmaß uns in den Vordergrund stellen und näher betrachten. Wir knüpfen auch mit dem Beitrag von Luise Reddemann an die historischen Erfahrungen in Deutschland an, beziehen aber eben auch zumindest im Denken andere Kriegsschauplätze mit ein. Weiterhin ist ja die Frage noch offen, sie ist verschiedentlich angesprochen worden und gerade mit dem Erwähnen von Erklärungsmustern und den Narrativen, die auch jetzt aus unterschiedlicher Perspektive von unseren vorherigen Panelistinnen skizziert worden sind, ist die Frage ja offen, ist denn sexualisierte Gewalt unvermeidbarer Bestandteil eines jeden Krieges? Ist es unvermeidbar, solange Soldaten männlich sind und männliche Soldaten in der Mehrheit sind? Das sind Fragen, die wir auch noch mit in das dritte Panel heute Nachmittag nehmen. Aber das ist ja weiterhin offen. Ist denn, wie Miriam Gebhardt in ihrem Buch geschrieben hat, Gewaltausübung ein männliches Privileg und der Opferstatus zugeschrieben den Frauen? Sie schütteln den Kopf, so ähnlich habe ich sie dort verstanden, als offene Frage, die sie natürlich nicht bejahen. Wir möchten jetzt versuchen, mit diesem Panel über diese binären Erklärungsmuster hinauszureichen. Und zunächst muss ich dazu, denn wir hatten uns sehr, sag ich mal, von einem Beitrag erhofft, der nicht stattfinden kann, muss ich leider auch mitteilen, dass Herr Pohl, Rolf Pohl, aus Krankheitsgründen abgesagt hat. Auch sollte er uns zugeschaltet sein an dieser Stelle. Unsere herzlichen Genesungswünsche an ihn. Wir hätten also mit ihm auch noch mal sehr detailliert den Beitrag, die Fragen zur Männlichkeit und Konstruktion von Männlichkeit, Männlichkeitsverständnis und dem Zusammenhang zu sexueller Gewalt beleuchtet. Ich freue mich aber jetzt umso mehr, dass Professor Ruth Seifert bei uns ist, dass wir Sie begrüßen können, die sich ebenfalls sehr intensiv mit den Erklärungsmustern von geschlechtsspezifischer Gewalt im Krieg, Gender und Militär befasst hat, seit vielen Jahren und immer noch befasst. Sie ist Soziologin und Professorin an der Hochschule in Regensburg und ihre Forschungsschwerpunkte sind die genannten, aber eben auch Gender und Krieg, Gender und Militär. Frau Seifert, in Ihrem Beitrag stehen jetzt zentrale Forschungsansätze zur sexualisierten Gewalt im Vordergrund. Und für uns ist es tatsächlich noch mal hilfreich und wird es hilfreich sein, wenn wir sozusagen noch mal genauer uns anschauen, was auch die Ideengeschichte akademischer Diskurse über den Umgang sexualisierter Kriegsgewalt sagt und vielleicht ja auch, welche Perspektiven sie eröffnet. Ja. Die Skizzierung des Forschungsstandes, was natürlich in umfassender Weise nicht möglich sein wird. Und das heißt, ich werde den Versuch machen, mich auf die wesentlichsten Debatten und wichtigsten Argumentationslinien zu konzentrieren, die sich vor allen Dingen in den letzten 10 Jahren entwickelt haben. Es ist schon darauf hingewiesen worden, dass es nach den späten 90er Jahren mehr oder weniger einen Stillstand in der Debatte gab. Es gab politische Initiativen und es wurden Daten gesammelt, aber insbesondere die theoretischen Erklärungen sind eigentlich stehen geblieben beim Stand der 90er Jahre, bis dann ungefähr um 2010 herum die Debatte einen neuen Aufschwung genommen hat. Bevor ich aber auf diese neuen Interventionen eingehe, möchte ich in aller Kürze auch noch mal nur skizzieren,
fokussieren, was die wesentlichen Deutungsmuster waren, die vor den neuen Interventionen entwickelt wurden. Das wird notwendigerweise holzschnittartig sein. Und es wird sich auch auf die wesentlichen Erklärungsmuster konzentrieren. Das war erstens die Ausgangsüberlegung, dass sexualisierte Gewalt in Kriegen ein Ereignis ist, das in erster Linie als gendered zu bezeichnen ist. Und das ist schon etwas, was in den neueren Ansätzen nicht mehr in der Weise akzeptiert wird. Also ob das gut oder schlecht ist, sei erstmal dahingestellt. Also, es ist gendered, es ist ein Ereignis, das gendered ist, und Frauen sind die Ziele der Gewalthandlungen. Während nicht alle Männer Täter sind, sind andererseits aber alle Opfer Frauen. Das war der Ausgangspunkt. Dabei wurde ein Zusammenhang konstatiert zwischen sexualisierter Gewalt in Friedenszeiten und in Kriegszeiten. Das heißt, man ging von einem Kontinuum aus. Das zusammenhing mit den vorhandenen Geschlechterhierarchisierungen. Und dabei wurde unterstellt, dass Gewaltneigung gegen Frauen in Kriegszeiten einfach noch einmal eine verschärftere Form annimmt. Also das Ganze ist als Kontinuum zu sehen, das sich in Kriegszeiten verschärft. Erklärungsmuster Nummer zwei: Militärische Organisationen stehen in Zusammenhang mit sexualisierter Gewalt. Dahinter steht die grundsätzliche Überzeugung der Genderforschung, dass Gender, also in diesem Fall Männlichkeit, nicht aus den Körpern herausspringt, nicht aus der Biologie herausspringt, Weiblichkeit ebenso wenig, sondern in die Körper hineinkonstruiert werden muss. Und dass entscheidende Konstruktionsorte Institutionen sind. Also es sind Institutionen, die Subjektivitäten hervorbringen und ihnen Dauer verleihen. Und es sind Institutionen, die also in der Folge auch verantwortlich sind für gesellschaftliche Produktionen von Männlichkeit und Weiblichkeit. Oder man könnte sagen, bestimmte Vorstellungen, die in die Welt gesetzt werden und die dann zu bestimmten Verhaltensmustern führen. Dabei sind rein männliche und rein weibliche Institutionen in erster Linie verantwortlich für diese Konstruktionen. Und das heißt, das Militär bietet sich als hervorragender Konstruktionsort von Männlichkeit an, und zwar als ein Ort, in dem Gewalt, Männlichkeit, Heterosexualität gewissermaßen zusammengebaut wird zu einem bestimmten Ideal von Männlichkeit. Und das wiederum wurde geschlussfolgert, heißt, dass sexualisierte Gewalt in militärischen Institutionen sozusagen institutionell angelegt ist. Das politisch bei weitem einflussreichste Erklärungsmuster, auf das ich mich im Folgenden konzentrieren werde, lautete: sexualisierte Gewalt ist eine Kriegswaffe oder eine Kriegsstrategie. Und die Problematik dieser Rahmung ist schon angesprochen worden in einigen Beiträgen. Dieses Erklärungsmuster hat allerdings die Debatten über sexualisierte Gewalt sozusagen revolutioniert. Denn es hat erstmals impliziert, dass Gewalthandlungen eben kein unvermeidbares Nebenprodukt von Kriegen sind. Dass sie nicht einer allgemeinen Entgrenzung von Gewalt zuzuschreiben sind, die in Kriegen eben stattfindet und letztlich auch durch die militärische Führung nicht einhegbar ist, sondern dieses Deutungsmuster als Kriegswaffe oder als Kriegsstrategie hat sexualisierte Gewalt ins Zentrum der sicherheitspolitischen, militärischen und gesellschaftlichen Debatten rücken wollen. Also das heißt, das Angebot war, es ist nicht nur ein feministisches oder ein Frauenproblem, sondern es ist ein sicherheitspolitisches Problem, ein militärisches und ein gesellschaftliches Problem. Das Problem mit der Kriegswaffenstrategie war von Anfang an, dass Strategie bedeutet, dass eine Waffe gezielt und bewusst eingesetzt wird, mit bestimmten Zwecksetzungen, die damit verfolgt werden. Und das hat sich in der Folge dann zunehmend als problematisch erwiesen. Es gibt aber einen anderen Diskussionsstrang, der sich auch innerhalb der Kriegswaffenrhetorik bewegt, der allerdings theoretisch etwas elaborierter verläuft. Hier war die Frage weniger, ob es zum Einsatz von sexualisierter Gewalt als Kriegswaffe im militärstrategischen Sinne kommt, also dass es tatsächlich mit einer bestimmten Zielsetzung eingesetzt wird, sondern diese Frage wurde hintangestellt und es wurde gefragt, welche Effekte sexualisierte Gewalt hervorbringt. Und dabei zeigte sich, dass sexualisierte Gewalt durchaus kriegsstrategische Folgen haben kann.
Also das heißt, die Frage, welche Zwecke bringt sexualisierte Gewalt hervor, war bedeutsam, weil es eben kaum jemals, und das ist auch schon erwähnt worden, nachweisbar Befehle zur Ausübung von sexualisierter Gewalt gab. Es gibt einige wenige Szenarien, in denen das offensichtlich der Fall war, aber in der überwiegenden Mehrzahl der Szenarien sind Befehle oder Anweisungen nicht nachweisbar. Die kriegsstrategischen Effekte sind trotzdem vorhanden und auch das ist schon angesprochen worden. Es handelt sich zum einen um die körperliche und psychische Zerstörung oder Traumatisierung der Ziele, also der Opfer. Aber das Wesentliche an kollektiven sexualisierten Gewalttaten in bewaffneten Konflikten sind nicht zuletzt die kollektiven Effekte, die dadurch hervorgebracht werden. Und auch die sind zum Teil schon angesprochen worden. Sie erfüllen eine Kommunikationsfunktion zwischen den handelnden, kriegführenden Parteien. Das heißt, Niederlagen werden über sexualisierte Gewalt ausgedrückt, Demütigungen werden ausgedrückt, Dominanzpositionen werden über sexualisierte Gewalt ausgedrückt. Gegner können demoralisiert werden. Der soziale Zusammenhalt in den Kollektiven des Gegners kann zerstört werden. Und was auch schon angesprochen wurde, sind Langzeiteffekte. Das heißt, dass betroffene Kollektive unter Umständen über lange Zeit hinweg unter den kollektiven Traumatisierungen leiden. Und das heißt, man kann auch, wenn kein direkter Befehl erfolgt und wenn keine direkte Strategie nachweisbar ist, von kriegsstrategischen Effekten sprechen. Was dann als Problem bleibt, ist aber, wenn sexualisierte Gewalt massenhaft auftritt und wenn kein Befehl vorhanden ist, wie hat man sich dann das Auftreten dieser spezifischen Art von Gewalt vorzustellen? Und das ist eine Frage, die letztlich nur unter Rückgriff auf Theorie beantwortet werden kann. Also es gibt keine empirische Antwort auf diese Frage. Antworten kommen im Wesentlichen interessanterweise aus der Ethnologie, die sich relativ stark auch in den letzten 10, 15 Jahren mit diesem Thema beschäftigt hat und führen auf eine kurze Formel gebracht dazu, dass gesagt wird, wir müssen unsere westlichen Vorstellungen eines selbstbestimmten, luziden Subjekts der Aufklärung wahrscheinlich aufgeben. Was in kollektiven Konflikten stattfindet, ist ein Handeln im Rahmen von Symbolsystemen, die in den meisten Fällen bewusst nicht zugänglich sind, weder den Tätern zugänglich sind, noch den Opfern zugänglich sind. Und das heißt, Gewalthandlungen und insbesondere sexualisierte Gewalthandlungen haben Bedeutungen, aber es sind keine Bedeutungen, die im Bewusstsein der Betroffenen aufscheinen würden. Die Ethnologin Wiener Daas spricht davon, dass bei diesen Gewalthandlungen auf kollektive Erinnerungsbestände zurückgegriffen wird, die jenseits des bewussten Zugriffs liegen. Also es sind gesellschaftliche oder kulturelle Verhaltensoptionen, die sozusagen ausagiert werden, ohne dass ein klares Bewusstsein besteht, was ausagiert wird. Eines dieser Symbolsysteme, in denen wir uns bewegen, ist das theoretische Angebot, dass Frauen Grenzhüterinnen der Nation sind oder des Kollektivs sind. Das ist eines der vielen Erklärungsangebote, die in den 90er Jahren sehr stark verfolgt wurden. Und dass der weibliche Körper als Territorium der Nation dient. Das klingt zunächst sehr symbolisch und abstrakt, aber es gibt durchaus eine Reihe von empirischen Belegen dafür, auf die ich noch zurückkommen werde. All diese Erklärungsangebote sind nicht unwidersprochen geblieben und ich komme jetzt auf den Stand der Dinge, der in der einschlägigen Forschung als relativ neu zu bezeichnen ist. Der heftigste Einwand kam im Zusammenhang mit einer Studie, die sich mit Vergewaltigungen in Sierra Leone beschäftigte. Und das ist natürlich zunächst mal ein geografisch eingegrenzter Bereich, der vermutlich auch in seiner kulturellen Besonderheit zu betrachten ist. Die Befunde wurden aber stark verallgemeinert. Und auf der Grundlage dieser Studien plädierten die Autorinnen für eine Entgeschlechtlichung sexualisierter Gewalt. Und was sie damit meinten war, sie
konnten nachweisen, dass sexualisierte Gewalt keineswegs in allen Konflikten vorkommt. Ich sollte noch dazu sagen, es war eine Studie in Sierra Leone und es war eine Auswertung von quantitativen Daten über mehrere Konflikte zwischen 1980 und 2012. Also es waren diese beiden Standbeine. Wobei es natürlich schwierig ist, eine quantitative Auswertung zu machen, denn wir wissen alle, dass die Datenlage äußerst prekär ist. Und das heißt, sexualisierte Gewalt über einen Zeitraum von 30 Jahren hinweg interkulturell, international und quantitativ zu verfolgen, ist wahrscheinlich von vornherein mit einem Fragezeichen zu versehen. Aber gut, also das sind die beiden Standbeine der Argumentation. Und die Argumentation lautet, auf der Grundlage dieser Forschungen können wir sagen, dass sexualisierte Gewalt nichts mit der Kategorie Geschlecht zu tun hat, sondern diese Daten liefern Hinweise darauf, dass Männer in weitaus größerem Maße betroffen sind, als bisher angenommen wurde. Das ist Punkt Nummer eins. Und dass das Vorkommen und Ausmaß sexualisierter Gewalt sehr stark variiert, dass wir es keineswegs damit zu tun haben, dass Vergewaltigung, sexualisierte Gewalt, und ich gebrauche die, es ist mir klar, das ist nicht notwendigerweise das Gleiche, ich gebrauche die beiden Begriffe jetzt trotzdem austauschbar, dass Vorkommen und Ausmaß sexualisierter Gewalt stark variiert, und zwar nach folgenden Variablen. Erstens nach Kriegsart. Auf Grundlage dieser Datenlage wird gesagt, sexualisierte Gewalt kommt in Staatenkriegen weniger häufig vor. Aber es ist nachweisbar, dass in Sezessionskriegen oder in ethnonationalen Kriegen das Ausmaß an Vergewaltigungen, sexualisierter Gewalt deutlich höher ist. Also erstens nach Kriegsart, zweitens nach Kriegszielen. Da war die Frage, gibt es Szenarien, in denen sexualisierte Gewalt weniger häufig vorkommt und die, oder vielleicht gar nicht? Und die Antwort darauf war ja, die gibt es. Zwei Beispiele dafür, immer wieder angeführt wird der amerikanische Bürgerkrieg, in dem zumindest unter der weißen Bevölkerung, offensichtlich sehr, schwarze Bevölkerung bleibt außen vor, sexualisierte Gewalt so gut wie keine Rolle spielte. Und lange Zeit haben Historiker offensichtlich gerätselt, was der Grund dafür sein könnte. Also dass wir es mit einem Bürgerkrieg zu tun haben, in dem eigentlich sexualisierte Gewalt der Theorie nach stärker vorkommen sollte, es aber nicht der Fall ist. Dann wird angeführt der Pakistan-Indien-Konflikt über den Punjab im Vergleich zu den bürgerkriegsähnlichen, das war 1947, im Vergleich zu den bürgerkriegsähnlichen Ausschreitungen in Hyderabad nach der Ermordung von Indira Gandhi 1985. In einem Fall kam ausgedehnte sexualisierte Gewalt vor, im anderen Fall fast keine sexualisierte Gewalt. Und die Frage ist also wieder, was ist der Grund dafür? Die Erklärung, die gegeben wird und die basiert wiederum auf ethnologischen Untersuchungen, war, wir müssen uns die Zielsetzung des Krieges anschauen. Wenn die Zielsetzung des Krieges die Trennung von Kollektiven ist, also wenn es darum gehen soll, dass Kollektive in zwei verschiedene unvereinbare Ethnien aufgeteilt werden sollen, ist sexualisierte Gewalt ein hervorragendes Mittel dafür zu sorgen, dass diese beiden Kollektive sich tatsächlich als verschieden verstehen und über lange Zeit hinweg nichts mehr miteinander zu tun haben. Das war im amerikanischen Bürgerkrieg nicht der Fall. Es ging vielmehr darum, die Nord- und die Südstaaten in ein Staatengebiet zusammenzuführen. Das heißt, sexualisierte Gewalt war sozusagen dysfunktional für die Kriegsziele. Ähnlich in den bürgerkriegsähnlichen Ausschreitungen in Hyderabad. Es ging nicht darum, zwei Bevölkerungsteile zu teilen. Es ging sozusagen um eine Racheaktion nach der Ermordung von Indira Gandhi. Aber es wurde immer davon ausgegangen, dass ein Zusammenleben weiterhin möglich sein sollte. Und es gibt aus diesen Szenarien Hinweise darauf, dass zu Frauen gesagt wurde, gehen Sie doch bitte aus dem Haus, wir greifen die Männer an oder wir wollen die Männer in dem Haus umbringen, aber die Frauen haben mit diesem Konflikt nichts zu tun.
Dazu passen andere Beobachtungen, zum Beispiel die, dass es, wenn wir uns die Situation im ehemaligen Jugoslawien anschauen, im Sandschak, das ist ein Gebiet zwischen Serbien, Montenegro und Bosnien, 1992, 93 kaum zu sexualisierter Gewalt kam. Also das heißt, in einem relativ begrenzten Gebiet, das umzingelt war gewissermaßen von sexualisierter Gewalt, kam kaum sexualisierte Gewalt vor. Die Erklärung, die angeboten wird, ist wieder, es gab kein Kriegsziel, das auf die endgültige Trennung von Bevölkerungsgruppen hinauslief, und zwar aus dem Grunde, weil der Sandschak sowieso überwiegend serbisch war. Das heißt, es musste keine neue Realität hergestellt werden. Und diese neue Realität, so die Erklärung, kann durch Ausübung sexualisierter Gewalt hergestellt werden und kann eben in einem Kontext funktional und im anderen Kontext dysfunktional sein. Also man könnte auch sagen, wenn ein Machtvakuum besteht und die Machtrealitäten unklar sind, dann wird sexualisierte Gewalt in besonderem Maße eingesetzt. Das war Punkt Nummer zwei, Variationen. Drittens, ein wichtiger Punkt sind die Akteure. Nach vorliegenden Daten gingen 75% der Vergewaltigungen in den 91 größeren Bürgerkriegen zwischen 1980 und 2012, also das ist dieser Untersuchungszeitraum, von staatlichen Akteuren aus. Also bleiben 25%, die von nichtstaatlichen Akteuren ausgingen. Das heißt aber auch wieder, es wurde nicht auf allen Seiten gleichermaßen vergewaltigt. Der größte Anteil geht auf das Konto staatlicher Verbände. Viertens ist wichtig das Verhalten der militärischen und politischen Führung. Dazu liegen Studien aus Sri Lanka vor, die sich angeschaut haben, wie sich die politische und militärische Führung dazu verhält und daraus den Schluss gezogen haben, es muss zumindest so etwas geben wie eine stillschweigende Duldung. Oder mit anderen Worten, die militärische Führung ist sehr wohl in der Lage, sexualisierte Gewalt zu verhindern, wenn das ausdrücklicher Führungswille ist und politischer Wille ist. Und der fünfte Punkt ist die Zusammensetzung der Truppenverbände. Und diese letzte Variable gilt für die zitierten Autorinnen. Die wichtigste davon ist Dara Cohen, als die wichtigste Variable bei der Erklärung sexualisierter Gewalt, also die Zusammensetzung der Truppenverbände. Und auf der wiederum Basis empirischer Befunde geht sie davon aus, dass der Grad der Truppenkohäsion der beste Prädiktor für das Vorkommen sexualisierter Gewalt ist. Hochkohäsive und das heißt in der Regel professionell ausgebildete Truppen vergewaltigen demnach deutlich weniger als militärische Verbände mit geringem Kohäsionsgrad. Also das heißt, diejenigen, die innerhalb kürzester Zeit sozusagen zusammengewürfelt wurden und keine gemeinsame längere Ausbildung durchlaufen haben und keine militärische Sozialisation, keine gemeinsame militärische Sozialisation genossen haben. Und dazu würden Beobachtungen passen, eventuell, die in Berlin 1945 oder aber auch mit den amerikanischen Verbänden gemacht wurden. Die Berichte aus Berlin lauten, dass die ersten sowjetischen Truppenverbände die Vergewaltigenden waren. Das waren zusammengewürfelte Verbände, die offensichtlich ohne große Überlegung zusammengezogen wurden, die keine gemeinsame Ausbildung durchlaufen hatten, während die nachrückenden Truppenteile offensichtlich relativ geordnet ausgebildete Truppenteile waren. Und Ähnliches gilt für die amerikanischen Verbände, die in der Normandie gelandet waren. Das Durchschnittsalter war, glaube ich, 18 oder 19. Die hatten kaum eine Ausbildung genommen, waren niedrig kohäsiv. Und die zitierten Autorinnen würden das als Hinweis darauf ansehen, dass Vergewaltigungen und sexualisierte Gewalt angelegt war. Was dahinter steht, ist, und das ist auch schon angesprochen worden, dass sexualisierte Gewalt ein Sozialisationsinstrument ist, das in Gruppen oder Truppenteilen Kohäsion herstellen kann.
Also das heißt emotionale Kohäsion. Also wir reden nicht von einer Kohäsion über eine bestimmte Aufgabe, sondern von sozialer Kohäsion. Also die gemeinsame Ausübung von Gewalt und insbesondere die gemeinsame Ausübung von sexualisierter Gewalt bindet Gruppen, insbesondere Truppen, zusammen. Sexualisierte Gewalt wird hier nahezu rein instrumentell gesehen und losgelöst vom Geschlechteraspekt. Cohen fühlt sich in dieser Interpretation zusätzlich dadurch bestätigt, dass sie in ihren afrikanischen Untersuchungen Frauen unter den Tätern gefunden hat. Also sie sagt, zum einen finden sich Frauen unter den Tätern in Sierra Leone, zum anderen aber, und das ist besonders wichtig, werden Männer und Frauen vergewaltigt. Also die Opfer waren vielleicht nicht zur Hälfte, und das ist dann die Frage, was das bedeutet, aber doch zu einem großen Teil auch Männer. Und diese Betroffenheit von Männern, denke ich, ist eines der wichtigsten aktuellen Forschungsthemen. Also wie ausgeprägt ist die Betroffenheit der Männer tatsächlich? Und es häufen sich die Hinweise darauf, dass die Betroffenheit der Männer relativ stark ist. Und vor allen Dingen, was bedeutet das dann für die feministische Theorie? Das Women Under Siege-Projekt, das, wie Sie vielleicht wissen, Daten sammelt, soweit sie zugänglich sind, aber die Daten sind eben schwer zugänglich und schwer einschätzbar, geht davon aus, dass unter den Vergewaltigungsopfern in Syrien 20% Männer sind bei konservativen Schätzungen. Also 20% derjenigen, die sexualisierter Gewalt ausgesetzt waren, sind Männer. Weniger konservative Schätzungen gehen von 40% aus. Die andere Frage ist, ob man daraus den Schluss ziehen kann, und das kann man wahrscheinlich nicht. Und das ist inzwischen auch von den genannten Autorinnen etwas zumindest relativiert worden, dass sexualisierte Gewalt deswegen genderneutral ist. Das ist wohl eine Schlussfolgerung, die nicht gezogen werden kann. Allerdings wird in diesen Interpretationen davon ausgegangen, dass trotzdem die gruppendynamischen Ziele von sexualisierter Gewalt im Zentrum stehen müssten und dass die gruppendynamischen Ziele die stärkste Erklärungsvariable sind. Diese Kriegswaffentheorie ist übernommen worden in den internationalen Beziehungen, in der auch schon genannten Resolution 1820, die durchaus auch janusgesichtig ist. Das Zustandekommen der Resolution ist wahrscheinlich bekannt. Das war eher eine Top-Down-Strategie von was eingebettete Experten im UN-System genannt wurden, die das durchaus mit der Zielsetzung machten, dass die Kriegswaffentheorie dazu führen würde, dass der Sicherheitsrat sich dieses Themas annimmt. Denn wenn es kein Menschenrechtsthema ist, sondern ein Thema, das die Frage der Kriegswaffen betrifft, dann war eben der Sicherheitsrat zuständig. Und das hat natürlich den Nebeneffekt gehabt, dass das Thema auf eine hohe Ebene der internationalen Debatte gehoben werden konnte. Das ist auch gelungen. Allerdings war es mit Kosten verbunden. Denn was das bedeutet, ist, dass nachgewiesen werden muss, damit auf der Grundlage von 1820 eine Auseinandersetzung im Sicherheitsrat stattfindet mit sexualisierter Gewalt, dass nachgewiesen werden muss, dass es sich um den Einsatz als Kriegswaffe und als Kriegsstrategie handelt. Und die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass das ein Einfallstor für die politische Instrumentalisierung des Themas ist. Denn also der Nachweis, dass es sich um eine Kriegsstrategie handelt, ist eben schwierig, es sei denn, wie schon gesagt, man greift zurück auf Erklärungsmuster, die dann wieder relativ theoretisch sind und vielleicht den Mitgliedern des Sicherheitsrats nicht im ersten Anlauf zugänglich. Aber die Folgen haben sich schon gezeigt. Ein Sprecher des US-Kommandos in Afghanistan hat der New York Times im Jahre 2015 erklärt, dass das US-Militär Anweisung habe,
keinen Missbrauch von Jungen zu verfolgen, der auf Seiten der afghanischen Verbündeten beobachtet wird, was offensichtlich vorkam, also dass es zu sexualisierter Gewalt an Jungen kam. Also die amerikanische Armee hat Anweisung, dieses zu ignorieren, es sei denn, es ist klar, dass es sich um den Einsatz als Kriegsstrategie handelt. Denn auf der Grundlage von 1820 wäre das die einzige Möglichkeit der Intervention. Ansonsten wäre das sozusagen Sache der afghanischen Zivilgesellschaft, mit der aber auf der Grundlage von 1820, mit der 1820 nichts zu tun habe. Und Beobachter haben ebenfalls darauf hingewiesen, dass die Tatsache, dass, was uns wahrscheinlich allen aufgefallen ist in den letzten Jahren, die sexualisierte Gewalt im Syrien-Konflikt kaum thematisiert wird, dass das auch ein Effekt von 1820 und der Rahmung als Kriegswaffe sein kann, weil es schwer nachweisbar ist, dass sexualisierte Gewalt tatsächlich strategisch und als Kriegswaffe bewusst und mit bestimmten Zielsetzungen eingesetzt wird. Also das heißt, wir haben es durchaus mit einer janusgesichtigen und schwierigen Situation zu tun. Das alles hat den Hintergrund, dass wir es mit einer stark instrumentellen Betrachtung als Kriegswaffe zu tun haben und dass die etwas komplexeren theoretischen Erklärungsmuster in den letzten Jahren wahrscheinlich auch auf dem Hintergrund der politischen Thematisierung relativ stark außen vor blieben. Was allerdings diese Erklärungsmuster nicht beantworten können, ist, also wenn man sie instrumentell betrachtet, warum es denn ausgerechnet sexualisierte Gewalt ist, die all diese Wirkungen hervorbringt. Also das heißt, wenn wir uns damit beschäftigen, dass die Kriegswaffentheorie, also auch diese etwas komplexere Seite hat, die theoretisch gesättigtere Seite, in der es um die symbolischen Zusammenhänge geht, innerhalb derer Menschen handeln, dann bleibt die Frage, warum ist es ausgerechnet sexualisierte Gewalt, die eingesetzt wird. Und das wiederum kann man, und das wird vielleicht auch, also der weitere Verlauf bestätigen, das kann man nur auf dem Hintergrund der Analyse der allgemeinen Geschlechterverhältnisse beantworten. Also das heißt, wenn wir wissen wollen, was denn diese Schlagkraft sexualisierter Gewalt ist und warum sie diese ungeheure Wirkung in bewaffneten Konflikten entfalten kann, die sie offensichtlich als Einsatzinstrument so attraktiv macht, dann wird man sich notwendigerweise damit beschäftigen müssen, was Sexualität bedeutet, warum Sexualität schambesetzt ist, was Sexualität für Kollektive bedeutet, was es für Kollektive bedeutet, wenn ein Mitglied des Kollektivs der Folter ausgesetzt ist und was es für ein Kollektiv bedeutet, wenn ein Mitglied des Kollektivs sexualisierter Folter ausgesetzt ist. Und das hat offensichtlich auch ganz verschiedene Folgewirkungen für Kollektive. Wir haben das ja auch schon im Vorgang gehört, Opfer sexualisierter Gewalt stellen für das gesamte Kollektiv ein Problem dar. Die Frage ist, wie sind Opfer von sexualisierter Gewalt wieder ins Kollektiv zu reintegrieren? Das ist eine Frage, die sich nicht stellt bei nicht sexualisierter Gewalt. Zusammenfassend, wenn man die verschiedenen Forschungsstränge betrachtet, muss man sagen, dass wir es mit einem Minenfeld von Zielsetzungen, Strategien, Bedeutungen, symbolischen Handlungen zu tun haben, die, das ist vorhin auch schon gesagt worden, historisch, kulturell spezifisch sind. Das heißt, es gibt nicht die eine Antwort, sondern wir müssen Gewalt im Allgemeinen wahrscheinlich und sexualisierte Gewalt im Besonderen hochgradig kontextuell betrachten. Und ich glaube, das war, was Sie auch gesagt haben. Wobei es besonders schwierig ist, dass, und ich habe das versucht, ein bisschen darzustellen in der Kürze der Zeit, sexualisierte Gewalt, Foucault hat das genannt, hypersaturiert mit Bedeutungen ist. Das heißt, in einem Akt fließen viele verschiedene Bedeutungen zusammen und das dürfte auch die besondere Schlagkraft dieses Gewaltaktes zum Teil erklären.
Ich möchte schließen mit einer Anmerkung von zwei Autoren, die sich mit der Zukunft sexualisierter Gewalt beschäftigt haben. Dixon und Laustzen heißen die. Die sagten, angesichts der Tatsache, dass sexualisierte Gewalt hypersaturiert mit Bedeutungen ist und angesichts der Tatsache, dass wir es mit zunehmenden Konflikten global zu tun haben, die scheinen ja nicht etwa abzunehmen, wiewohl das auch eine Streitfrage ist, aber das ist also jetzt erstmal die Annahme der beiden. Angesichts dessen, sagten sie, ist sexualisierte Gewalt kein Echo aus der Vergangenheit, sondern das, was Männern und Frauen in der Zukunft bevorsteht. Mit diesem wenig positiven Ausblick möchte ich enden. Sehr herzlichen Dank, Frau Seifert, auch dafür, dass Sie uns in unseren Ohren auch abwegig klingende Erklärungsmuster, wo auch sich vielleicht so ein Gefühl einschleicht, wie viel Aufwand wurde hier betrieben, um auch das Phänomen oder das Vorkommen von sexualisierter Gewalt in Frage zu stellen, sage ich mal so. Aber dass Sie es wirklich geschafft haben, uns auch diese theoretischen Erklärungsmuster, deren Logik näher zu bringen und wir, denke ich, jetzt auch eine Basis für die Debatte und für Nachfragen haben, um uns damit auch auseinanderzusetzen. Sehr herzlichen Dank. Gibt es dazu Nachfragen oder Kommentare zu dem, was wir eben diskutiert haben? Anna, bitte. Anna von Gall. Ja, vielen Dank, Anna von Gall. Ich arbeite für das Zentrum für internationale Friedenseinsätze zu Frauen, Frieden, Sicherheit. Und ich fand Ihren Kommentar oder Ihre Anmerkung zu 1820 sehr interessant in Bezug auf Kriegsstrategien. Nun ist diese Resolution ja auch schon ein paar Jährchen älter. Mein Eindruck ist, dass gerade es einen großen Impuls gibt oder Anknüpfungspunkte, fehlende Verantwortlichkeiten für sexualisierte Gewalt auch als ein Key-Issue für Prevention. Also im Zusammenhang Peacebuilding, Peacegiving, Sustaining Peace zu sehen. Also wenn wir quasi auch so ein bisschen auf das, was Frau Fetzer am Anfang angesprochen hat, sozusagen das große Ganze, das Kontinuum sexualisierte Gewalt zu sehen, auch gerade in quasi Peacebuilding, Peacekeeping Approaches des Sicherheitsrates, ist das ein wichtiger Anknüpfungspunkt, der genau einen Schritt weitergehen würde als Resolution 1820 oder viele. Mich würde interessieren, sozusagen, wie sehen Sie das? Also fehlende Accountability als Teil von Prävention und wie sind da die Forschungsansätze, die Sie sehen? Weil ich glaube, dass dann gerade da sexualisierte Gewalt gegen Jungen oder das Beispiel von Afghanistan, das sozusagen mit aufgegriffen werden müsste. Es gab dann ja Folgeresolutionen, die bis zu den letzten 2106, die Versuch, 2106 glaube ich war es, richtig? 2042. Okay. die versucht haben, die Kritik aufzunehmen, die dann an 1820 in den folgenden Jahren deutlich wurde. Ich kenne die Forschungen nicht, die sich damit beschäftigt haben. Ich weiß nicht, vielleicht kennen Sie sie, aber also ich kenne die nicht, die sich damit beschäftigt haben, ob die Folgeresolutionen tatsächlich erfolgreich dabei waren. Also das, was man als Nachteil, ich meine, es ist ja sehr janusgesichtig, 1820, es musste wohl so gemacht werden, um die Zielsetzungen zu erreichen, die Akteure damit tatsächlich erreichen wollten. Und man hat dann eben die Folgeerscheinungen erstmal mit in Kauf genommen. Also ich habe keine Information darüber, was die Folgeresolutionen dann tatsächlich geändert haben, beziehungsweise inwieweit die praktischen Einfluss hatten. Aber vielleicht. Weiß nicht, vielleicht gibt es eine Antwort aus dem Publikum dazu. Ansonsten haben wir auch heute Nachmittag noch mal Gelegenheit, über diese politischen Instrumente auch zu sprechen. Ich denke, was der entscheidende Punkt, der für mich in dieser Reflexion über die Resolution und die Nachfolgeresolution, vor allen Dingen die Nachfolgeresolution, steckt, ist ja der politischen Instrumentalisierung. Also was ja sehr frappierend mit dem Beispiel des Wegschauens bei Gewalt gegenüber Jungen, sexueller Gewalt gegenüber Jungen deutlich gemacht haben. Also dass wir, denke ich, diesen Punkt der Instrumentalisierung und der politischen instrumentellen Bedeutung noch mal mitnehmen.
Entschuldigung. Dann war dort eine Meldung, weiß ich nicht, Franziska Brandner auch nicht. Frau Professor Seifert, ich habe auch eine Frage zu den also Jugendlichen in Afghanistan, die sexuelle Gewalt so ausgesetzt sind. Ich arbeite im Migrationsbereich und ich habe auch gehört, seit Taliban, ich bin selbst gegen Taliban, muss ich mal sagen, aber ich habe gehört, als Taliban viel Einfluss in Afghanistan hatten, war also sexuelle Gewalt gegen Jugendliche, also männliche Jugendliche, dann verboten. Und aber seit die Amerikaner jetzt Macht in Afghanistan haben, es ist wieder gang und gäbe, die Partys, Sie wissen, von welcher ich meine dann, also Partys, die abends dann stattfinden und Jugendliche aus, männliche Jugendliche aus Frauen verkleidet werden und geschminkt werden, die ist erlaubt oder was heißt erlaubt, wird geduldet, sogar die amerikanischen Soldaten und dann auch so afghanische Polizisten nehmen auch an solche also Veranstaltungen auch dann teil. Ich wollte mal Sie fragen, ob Sie etwas darüber wissen. Danke. Das Einzige, also was ich Ihnen sagen kann, ist, dass es eben dieses Interview mit dem Sprecher des US-Kommandos gibt, in dem er ausdrücklich darauf hinweist, dass das nicht Sache der US-Armee wäre, sich damit zu beschäftigen. Denn was immer da auch stattfindet, findet offensichtlich nicht unter den Vorzeichen des Einsatzes als Kriegswaffe. Also das war die Stellungnahme. Und dementsprechend gäbe es keinen Handlungsbedarf. Ich würde gerne dazu direkt kurz was sagen. Es ist ein bisschen zynisch fast darauf zu verweisen, dass das unter den Taliban nicht möglich war, was danach quasi, wenn ich Sie richtig verstanden habe, durch US-Truppen gefördert worden wäre. Also ich bin nun seit 15 Jahren oft in Afghanistan, habe viele Narrative berichtet bekommen und habe verstanden, dass Homosexualität zwar geduldet war, gerade auch im Süden Afghanistans in den früheren Jahrhunderten, aber man natürlich nicht offen darüber gesprochen hat. Aber eigentlich haben viele Kolleginnen immer wieder davon gesprochen, dass Clan-Chefs, Warlords mit kleinen Jungs dann in ihr Zelt verschwunden sind, dass das etwas durchaus Gängiges in Afghanistan war. Unter den Taliban war sehr viel angeblich verboten und trotzdem wissen wir, dass es weiter geschehen ist. Also da würde ich, nur weil es heißt, es wäre verboten gewesen, das heißt eigentlich nichts. Wir wissen, dass junge Mädchen in arabische Länder verkauft worden sind und, und. Also sexualisierte Gewalt unter Taliban ist eigentlich weitergegangen. Und dass es dann, nachdem die internationalen Truppen in Afghanistan waren, auch weiterhin sexualisierte Gewalt in jeder Form gab, wer würde da widersprechen? Übrigens müssen wir nicht nur die US-Truppen angucken. Ich kenne auch einen Bericht von der deutschen Bundeswehr im Norden Afghanistans, wo ein Treffen zwischen Kommandanten, ich glaube aus Mazar, mit lokalen Warlords geplant war, um bestimmte Dinge zu besprechen. Und die deutschen Soldaten kommen in den Raum rein und Jungs tanzen halb bekleidet. Und nachdem sich auf deutscher Seite dann beraten wurde, man müsste doch da jetzt etwas machen dagegen und so weiter, hat man sich dann doch entschieden, einfach den Rückzug anzuziehen und über den Vorfall dann kein Wort mehr verlauten zu lassen. Danke, Monika. Ich nehme gern noch ein oder zwei weitere Fragen auf. Sie müssen ins Gut, okay, danke. Ich denke, das ist angekommen. Vielen Dank. Dann habe ich noch eine Frage. Ja, Frau Seifert, vielen Dank für diesen reichhaltigen Vortrag. Ich habe eine Frage oder erstmal einen Kommentar und dann eine Frage, der nochmal die Verbindung von Zivilgesellschaft bzw. NGO-Arbeit und
Forschung in den Blick nimmt, und zwar, wie entstehen Daten? Die Studie von Dara Cohen, die Sie so kritisch durchleuchtet haben, habe ich mir auch angesehen im vergangenen Jahr und ich glaube auch einige andere. Die nutzen Human Rights Reports als Datengrundlage. Das heißt, die nehmen das, was Eingang gefunden hat in Human Rights Reports, als das hat stattgefunden. Die wissen natürlich, dass das eine relativ beschränkte Datenlage ist und trotzdem arbeiten sie damit. Und wenn man dann sich anguckt, wie sensibilisiert die Wahrnehmung oder wie geprägt auch die Wahrnehmung war, zum Beispiel 89, was irgendwie das Anfangsjahr der Untersuchungsdaten ist, und die Veränderung der Wahrnehmung durch Human Rights Organisationen und was sie dokumentiert haben bis heute, dann wird schon deutlich, wie wenig vergleichbar das Material eigentlich ist. Das wollte ich gerne einfach nochmal einbringen, genau. Und das Zweite, und da schließt sich die Frage an, was ich schön fand an Ihrem Vortrag, war diese Ausdifferenzierung der Forschungslandschaft in Ethnologie und Anthropologie als Diskurs und dann eben die westliche Politikwissenschaft bzw. International Relations. Und vielleicht möchten Sie da nochmal was zu sagen, wie Sie da die Entwicklung einschätzen, im Sinne von, wie entwickelt sich das Forschungsfeld und auch der interdisziplinäre Austausch. Weil mein Eindruck ist, das, was Sie jetzt als Trend stark gemacht haben, nimmt für sich einerseits in Anspruch, sehr mit der Praxis in Verbindung zu stehen, und gleichzeitig spezialisiert es sich aber Richtung Policy-Beratung und so. Genau, Ihre Perspektive vielleicht noch. Schwierige Frage. Also das ist, ich kann Ihnen meine Beobachtung dazu sagen, die also keine akribische Auswertung der Forschungslage ist, aber es gibt ausgedehnte Arbeiten eigentlich in den letzten 20 Jahren in der ethnologischen Forschung, die hochrelevant sind, meines Erachtens, für, ja, also eigentlich auch für die Politikwissenschaften, aber kaum rezipiert werden. Also es gibt zwischen diesen beiden Forschungsrichtungen kaum Austausch, und das fängt an mit dem Artikel, den Sie dann vielleicht auch kennen, von Robert Hayden über Rape and Rape Avoidance in Liminal States. Also da geht es um Bosnien auch, aber auch um andere Szenarien, der auf empirisch sehr gesättigt auch versucht, den Nachweis zu führen, dass also Vergewaltigung unter ganz bestimmten Umständen vorkommt, dass man diese Umstände auch spezifizieren kann. Und er versucht das eben anhand von Indien und Bosnien deutlich zu machen. Und dass es etwas damit zu tun hat, in welcher Weise, also was letztlich auch, was das Kriegsziel ist, um was es geht, was für eine Realität hergestellt werden soll, und dass Gewalt ein Mittel dazu ist, um zweifelsfrei Realitäten herzustellen. Was Hayden auch nicht letztendlich beantworten kann, ist die Frage, warum ausgerechnet sexualisierte Gewalt? Und das ist nach wie vor, denke ich, eine offene Frage, die, also es könnte ja andere Gewalt auch sein. Es gibt alle möglichen Gräueltaten. Warum hat sexualisierte Gewalt diese durchschlagende kollektive Wirkung, die dann tatsächlich dazu führt, bestimmte Realitäten zu verankern? Scheint mir durchaus relevant für die Politikwissenschaften zu sein. Ich beobachte keinen Austausch. Auch aktuell nicht. Vielen Dank auch nochmal für den Hinweis auf die Datenlage. Vielleicht einfach nur noch ergänzend. Ich hatte auch zu Beginn Ihres Vortrags bei den Zitaten der Studien die Kriege ohne Vorkommnisse von sexueller Gewalt, sexualisierter Kriegsgewalt, Sie die referiert hatten, kam mir sozusagen unser stehender Begriff aus dem ersten Panel, das Schweigen, was sozusagen über dem liegt, was natürlich auch nochmal einfach die Datenlage in Frage stellt. Wer gibt etwas hinein, nur weil es nicht erzählt wird und nicht erfasst wird, ist es ja nicht unbedingt nicht vorgekommen. Ne? Entschuldigung, jetzt habe ich eine Meldung fast übersehen, der Herr hier, und bitte den Namen. Jessica Mosbahy von Medica Mondiale. Genau, ich wollte eigentlich nur direkt anschließen, also weil ich bleibe sehr an diesem Thema Entgeschlechtlichung hängen und
habe eben auch noch mal gedacht, wenn Sie die Frage stellen, Frau Seifert, warum es dann eben sexualisierte Kriegsgewalt ist als Instrument und keine andere Form von Gewaltausübung, dann würde ich einfach nur gerne die Frage anschließen, und warum werden Frauen, die Opfer sexualisierter Kriegsgewalt geworden sind, im Nachgang anders behandelt als die Männer? Ich finde es sehr wichtig, dass natürlich sexualisierte Gewalt gegenüber Männern, gegenüber Jungen thematisiert wird, genauso bestraft wird wie sexualisierte Gewalt gegen Frauen und Mädchen. Dennoch können wir ja als eine Organisation, die seit 25 Jahren im Kriegskontext arbeitet, immer wieder feststellen, dass die Auswirkungen für Frauen und Mädchen in der Gesellschaft ganz andere sind. Und ich finde, das ist für mich ein ganz großer Widerspruch, wenn es um eine These geht, die von Entgeschlechtlichung spricht. Ich finde, hier hat, also die Auswirkungen sexualisierter Gewalt auf Frauen und Mädchen sind meiner Meinung nach ganz andere. Sie werden aus der Gesellschaft ausgeschlossen, sie sind stigmatisiert. Und das können wir in der Form bei Männern und Jungen so nicht feststellen. Und hier sehe ich eine ganz starke geschlechtliche Komponente, die es, finde ich, immer wieder aufrecht zu erhalten gilt und die auch einfach in den Mittelpunkt auch immer wieder gerückt werden muss, wenn wir über das Thema diskutieren. Also ich finde, da sind Differenzierungen nicht nur erlaubt, sondern absolut notwendig. Und noch zu meiner Kollegin Sibylle Fetzer, die im Eingangsvortrag dann eben auch über die massive sexualisierte Gewalt in der US-Armee gesprochen hat, würde für mich eben auch einen ganz großen Widerspruch darstellen zu der Annahme, dass insbesondere sexualisierte Gewalt von Verbänden ausgeübt werden, die sehr schnell und vielleicht willkürlich zusammengewürfelt wurden, weil ich glaube, hier gibt es eine sehr disziplinierte Truppe sozusagen, die dennoch anscheinend ein massives Problem mit sexualisierter Gewalt hat. Danke. Dann gern an den Herrn das Mikrofon geben. Passt wunderbar an das, was Sie gerade gesagt haben. Ich habe an Ihrem Vortrag, Frau Seifert, nicht verstanden, als Sie über die Typen von Soldaten gesprochen haben und ob das unterschiedliche Auswirkungen auf die Ausübung von sexueller Gewalt haben kann. Wenn man sich die Kriege des 20. Jahrhunderts ansieht, dann kann man bei den Soldaten unterscheiden zwischen Wehrpflichtigen, in der Regel sehr junge, und Berufssoldaten, die in der Regel älter sind. Zum Beispiel Christopher Browning hat in seinem Buch über die Polizeieinheiten in Russland ja genau unterschieden, wo die Gewalt konzentriert ist. Heute natürlich, im 21. Jahrhundert, haben wir Kriege, die Herr Fried Münkler als moderne Kriege bezeichnet, indem wir ja in der Regel auch keine voll ausgebildeten Soldaten mehr haben, sondern das sind Bürgerkriegstruppen, die keinerlei militärische Ausbildung oder geringe militärische Ausbildung hatten und wodurch natürlich dann auch das, was früher mal wichtig gewesen ist, so ein Ehrenkodex von Soldaten, dass das nun überhaupt nicht mehr existiert. Und insofern ist mir diese Frage, ob man da unterscheiden kann zwischen disziplinierteren und den sexualisierten Gewalten, weniger zugänglichen Typen und den anderen, ob man da eine Unterscheidung treffen kann, weiß ich nicht. Nur mal ein Unterpunkt von Ihrem Vortrag, als Sie darüber sprachen, wie in Berlin die Horden zusammengewürfelter sowjetischer Soldaten vergewaltigt haben. Das entspricht einfach nicht den historischen Tatsachen. Der sowjetische Generalstab hat lange darüber diskutiert mit Stalin, welche Armee die Ehre haben darf, Berlin einzunehmen. Und es ist entschieden worden, dass es die 64. Gardearmee von General Tschuikow war. Damit lässt sich natürlich die Menge der Vergewaltigung nicht erklären.
aber das bedeutet, dass eben auch Gardearmeen zu denselben Taten und Untaten neigen wie ihre hypothetisch angenommenen wilden, zusammengewürfelten Truppen. Die These derjenigen, die glauben, das empirisch nachweisen zu können und empirisch argumentieren zu können, lautet nicht, dass wir es mit einem einzelnen undisziplinierten Soldaten zu tun haben und dass es sich um wilde Haufen handelt, sondern es geht um die Frage der Truppenkohäsion. Und die Argumentation lautet, und das wäre zu diskutieren, dass Verbände mit niedriger Kohäsion darauf angewiesen sind, diese Kohäsion in irgendeiner Weise zustande zu kriegen. Und sie in der Regel, also so die These, wenn sie bereits im Kriegsgeschehen, in das Kriegsgeschehen verwickelt sind, innerhalb des Kriegsgeschehens sexualisierte Gewalt als Mittel benutzen, um diese emotionale Kohäsion zwischen den Mitgliedern der Truppen zu etablieren. Das ist die These. Und es geht eigentlich davon aus, dass Gewalt generell diese gruppenkohäsive Wirkung hat, nicht nur sexualisierte Gewalt. Also Gewalt wird ausgeübt, und dafür gibt es viele historische Beispiele dafür, um Gruppen, und das müssen nicht unbedingt militärische Gruppen sein oder Truppen, um die zur Kohäsion zu führen. Können auch andere Gruppen sein und in der Regel sind sie männlich. Der Unterschied, der in diesen Forschungen jetzt gemacht wird, ist, dass gesagt wird, und das führt dann also zu dieser These der Entgeschlechtlichung, erstens wird diese sexualisierte Gewalt, die kohäsive Zwecksetzungen hat, nicht nur an Frauen ausgeübt, sondern auch an Männern, und zweitens sind auch Frauen daran beteiligt. Und das ist keine Aussage über die einzelnen Mitglieder der Gruppe, sondern das ist eine Aussage über eine Gruppendynamik und darüber, wie eine Gruppe unter bestimmten Bedingungen zur Kohäsion kommt. Ob das tatsächlich empirisch oder historisch haltbar ist, wäre zu überprüfen. Ein Beispiel, das angeführt wird, ist also das Genannte, und damit wird gesagt, dass es also bestimmte Stufen oder bestimmte Wellen gab, und die soll es eben auch gegeben haben bei der amerikanischen Landung in der Normandie. Aber ja, klar, also es ist nochmal eine Frage, wie das empirisch tatsächlich, also ob es empirisch wirklich hart gemacht werden kann sozusagen. Aber nochmal, es ist keine Aussage über Individuen, es ist eine Aussage über die Herstellung von Gruppen- oder Truppenkohäsion. Und die Entgeschlechtlichungsthese ist, denke ich, insoweit zurückgenommen, als gesagt wird, dass man kann das wohl nicht erklären, wenn man nicht in Betracht zieht, dass die vergewaltigten Männer zum Beispiel davon berichten, dass sie sich feminisiert fühlen. Und dass das natürlich sehr wohl eine Herstellung von Hierarchie ist, die mit genderspezifischen Mitteln durchgeführt wird. Was, denke ich, in der Diskussion, und das ist eine sehr aktuelle Diskussion, angegriffen würde, ist, dass die Situation von Männern, von vergewaltigten Männern anders ist als die von Frauen. Also ich habe keine eigene Forschung dazu gemacht, aber Sie kennen vielleicht auch Chris Dolan, der seit 20 Jahren mit vergewaltigten Männern arbeitet und davon ausgeht, dass die Situation von Männern und Frauen sehr, sehr ähnlich ist. Und zwar sowohl psychologisch als auch sozial. Okay. Es ist klar, es ist sozusagen, es ist ja eine Debatte über die verschiedenen Erklärungsmuster, über die Theorien. Da sozusagen, das ist ja nicht Frau Seifert, die jetzt diese Thesen hier vertritt. Ich würde jetzt noch eine letzte Frage annehmen mit der Bitte um kurze Frage und kurze Antwort, und dann kommen wir zu dem zweiten Themenfeld. Ich versuche das mit dem Kurz. Dieser Punkt mit dem Kollektiven, da bin ich vor allem dran hängen geblieben in Ihrem Vortrag, Frau Seifert. Also welches Kriegsziel? Geht es darum, Kollektive zu trennen oder zusammenzufügen? Und dann an dem Beispiel von dem amerikanischen Bürgerkrieg. Und dass diese Aussage ja auf weiße Frauen bezogen ist, also das weiße Südstaatler oder Nordstaatler nicht oder wenig weiße Frauen vergewaltigt haben. Ist nur ein, eher sowas wie ein Kommentar, das mir dann aufgefallen ist, wann ordne ich eigentlich etwas
als einen Krieg ein, weil die Verfügung, also weil zum Beispiel Sklaverei oder Kolonialismus ordne ich nicht als Krieg ein. Und das kommt mir merkwürdig vor, weil diese Analyse von Krieg in Bezug auf den amerikanischen Bürgerkrieg, dass das eben keine Aussage über die Vergewaltigung von schwarzen Frauen ist, ist ja wichtig, welche Analyse wir dann machen. Also ich denke, es ist eine, ich habe eine merkwürdige Analyse, wenn ich Kolonialismus und Sklaverei nicht als Krieg, also dass es für mich völlig unterschiedliche Kategorien sind, dann komme ich zu merkwürdigen, zu schrägen Analysen. Ich habe keine richtige Frage, das ist mir nur aufgefallen. Ja, also vielleicht auch ganz kurz, ich würde sagen, es sind zwei verschiedene, wenn Sie so wollen, kriegerische Auseinandersetzungen, die stattfinden. Also die eine fand eben zwischen den Nord- und den Südstaaten statt. Und also wenn man den Blick auf diese Art der Auseinandersetzung wirft, dann stellt man eben fest, ja, und das ist ein anderes Szenario, dass schwarze Frauen nicht vorkamen. Also sie kamen in der Auseinandersetzung sozusagen als Akteure in der Auseinandersetzung nicht vor. Weiße Frauen kamen vor in der Konstruktion des Krieges. Damit ist nicht gesagt, was in der schwarzen Bevölkerung passierte, ist unwichtig. Ich denke einfach, das Schlaglicht wird dann auf verschiedene Szenarien geworfen. Aber es sagt nichts aus über die Bedeutung des einen oder des anderen. Also das soll damit nicht gesagt sein, dass es eine bedeutungslos wäre. Also das ist damit keinesfalls gemeint. Noch einmal sehr herzlichen Dank, Frau Seifert, für Ihren Beitrag und Ihre Erläuterung. Es war die Rede von dem kollektiven Trauma für ein ganzes Kollektiv. Und wir wollen uns diesem Trauma, auch den Langzeitfolgen sexualisierter Kriegsgewalt, jetzt noch einmal genauer zuwenden. Beide Phänomene, Krieg und Vergewaltigung, gelten als extrem zerstörerische, traumatische Erfahrungen. In der Kombination, so sagt auch, hebt auch Medica Mondiale immer wieder hervor, ist es sozusagen ganz, führt es zu massivem Leid und es ist ganz besonders zerstörerisch. Und diese sozialpsychologischen Traumafolgestörungen wirken, das ist längst bekannt, über die Betroffenen, über die Überlebenden hinaus bis in die nächste und eben auch, das haben wir auch heute schon gehört, in die übernächste Generation hinein. Wir wollen noch einmal auch mit dem Rückblick auf die Massenvergewaltigung im Zweiten Weltkrieg noch einmal stärker sozusagen uns dieser Anerkennung des Leidens und dieser Beschäftigung, dem Umgang mit den Traumata widmen. Und ich freue mich sehr, dass Professor Dr. Redemann zu uns gekommen ist, die seit 30 Jahren zu den Folgen der NS-Zeit und den Folgen des Zweiten Weltkriegs arbeitet. Sie ist Fachärztin für psychotherapeutische Medizin und Nervenärztin und sie hat eben auch viele Jahre mit dem Schwerpunkt auf der Behandlung von traumatisierten und insbesondere durch sexualisierte Gewalt traumatisierte Frauen gearbeitet und diese betreut. Und derzeit lehrt sie auch an der Universität Klagenfurt. Herzlichen Dank, dass Sie da sind und wir sind gespannt auf Ihren Beitrag. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich muss gestehen, ich bin ziemlich erschüttert durch das, was hier bisher gesagt wurde. Ich bin vielleicht auch auf eine gewisse Art davon berührt, weil ich Jahrgang 43 bin, den Krieg als kleines Kind erlebt habe und die Nachkriegszeit. Und da kriegt das alles so noch eine ganz andere Bedeutung, was hier zur Sprache kommt, und sind viele Erinnerungen aktiviert worden. Die Verachtung für vergewaltigte Frauen zum Beispiel, man hat davon geredet, die wollen das ja, und man hat das Wort vergewohltätigt verwendet.
Und ich meine, die Frauenverachtung nach dem Krieg, nach dem Zweiten Weltkrieg, war ja sowieso massiv und natürlich auch schon davor. Und die Unterdrückung von Frauen, die sich allerdings ja mit ihren Helden identifiziert haben, das muss man auch ganz klar sagen. Also zum Beispiel meine Mutter. Das war mir immer schwer, das zu ertragen. Ja, also ich bin Psychotherapeutin, Psychoanalytikerin und ich schaue individuelle Menschen an und begegne Menschen auf einer individuellen Ebene. Und da will ich jetzt ein bisschen was dazu sagen. Und ich habe eine Behandlungsvignette, die ich auch schon publiziert habe, ausgewählt von einer Patientin, die Ende der 90er Jahre bei uns war. Zu der Zeit war sie 65 und sie ist Jahrgang 34. Also bei uns heißt in der von mir geleiteten Klinik. Sie wurde von einer jungen Kollegin begleitet, die dann ziemlich verunsichert war und mich dann damit ins Boot geholt hat, weil sie da oft gar nicht wusste, wie damit mit diesen Dingen umgehen. Ich nenne sie hier mal Frau Z. Und sie hat uns berichtet, dass sie ihr ganzes Leben unter vielen Beschwerden gelitten hat. Depressive Verstimmungen mit massiven Schuldgefühlen. Dann ganz viele körperliche Beschwerden, insbesondere im Genitalbereich, aber auch noch andere Beschwerden, Kopfschmerzen zum Beispiel. Wir nennen das heute eine sogenannte somatoforme Dissoziation. Das heißt, im Körper zeigt sich etwas, was eigentlich natürlich mit dem Körper zu tun hat, aber eben auch mit der Psyche. Und wo man dann, wenn man organisch untersucht, nichts feststellen kann. Was in jungen Jahren solcher Frauen dann natürlich auch dazu geführt hat, dass man sie als Hysterikerinnen bezeichnet hat, wenn sie zu den Ärztinnen und Ärzten gingen, vor allen Dingen Ärzten. Und das heißt, die Beschwerden, die, das werde ich gleich sagen, eben aus traumatisierenden Erfahrungen gestammt haben, die werden eigentlich immer fortgeschrieben durch den Mangel an Verständnis auch von Behandlerinnen und auch durch diese Zuschreibungen mit den Diagnosen. Die Patientin hat uns auch erzählt, dass sie ständig unter Ängsten litt und unter Panik und andererseits sehr starke Kontrollbedürfnisse habe. Kontrollbedürfnisse sind bei schwer traumatisierten Menschen natürlich auch die Regel. Sie wollen natürlich nicht, dass ihnen irgendwie wieder irgendwas passiert, wo sie keine Kontrolle haben. Das muss man als Therapeutin dann auch berücksichtigen. Sie hatte einen sehr starken Leistungswillen und war auch ein kämpferischer Mensch, der nie aufgeben wollte. Andererseits war sie total erschöpft. Sie hat uns dann so nach und nach, sowas hört, hat man damals noch nicht in der ersten Sitzung gehört, nach und nach hat sie uns von ihrer Biografie erzählt. Der Vater ist, als sie 5 Jahre alt war, eingezogen worden und als gebrochener, schwerkranker Mann aus dem Krieg zurückgekehrt. Die Mutter hat die Patientin als stets überfordert und erschöpft in Erinnerung gehabt. Die Familie wurde 1945 aus ihrer Heimat im Osten vertrieben und das 11-jährige Kind wurde vergewaltigt unterwegs. Und wir haben das nie so ganz genau klären können, jedenfalls hat sie uns erzählt und wir sind immer der Meinung gewesen, wir akzeptieren das, was die Patientinnen uns erzählen. Sie hat gesagt, sie hätte mit niemand drüber sprechen können. Warum sie da alleine war bei der Vergewaltigung und unbeschützt, das haben wir nicht detailliert mit ihr aufklären können. Das gehört sich nicht. Ja. In der Psychotherapie, da muss man warten. Und wenn die Patientin einem das nicht detailliert erzählen kann oder will, dann ist es auch okay. Also jedenfalls, sie hat gesagt, sie hat nie mit jemand reden können. Und als Begründung hat sie angegeben, weil sie sich so wahnsinnig geschämt hat und weil sie gedacht hat, sie ist schuld. Das denken ja fast alle Menschen, die Opfer von Gewalt und sexualisierter Gewalt seien, jedenfalls in unserer Kultur. Sie seien selber schuld.
nach dieser schrecklichen Erfahrung sei sie oft sehr verwirrt gewesen. In unserer heutigen Sprache war sie mit Sicherheit dissoziiert. Das haben wir übrigens auch in der Klinik dann ab und zu noch beobachten können. Und sie hätte viel Kopfschmerzen gehabt. Und dafür ist sie dann immer getadelt worden, weil sie nicht richtig da war. Also es hat natürlich dann auch wieder kein Mensch verstanden, was mit ihr los ist, sondern das war halt dann ungezogenes Verhalten. Was uns auffiel am Anfang war, Frau Z. hat das alles vollkommen ohne Beteiligung erzählt. Also sie hat die Sachen beschrieben, als wäre es die Geschichte von jemand anderem. Wovon wir heute wissen, das ist ein guter Schutzmechanismus, das so zu machen. Jetzt mache ich einen Schlenker und möchte kurz Herrn Kuwert erwähnen von Greifswald, der zusammen mit Frau Gläsmer aus Leipzig jetzt seit einigen Jahren ja auch zu diesen Dingen forscht. Und Kuwert beschreibt eine Verbindung, die erkennbar sei zwischen Vertreibung und Erleiden von Vergewaltigungen und Spuren dieser Erfahrungen auch noch nach ganz, ganz langer Zeit. Ja, und er hat ja dann, da komme ich nochmal drauf zurück, eine Studie gemacht. Vor 10 Jahren hat er die begonnen und hat eben alte Frauen gefunden, die sich haben interviewen lassen und deren Beschwerden waren immer noch. Über all die Jahrzehnte, das müsste sich mal für einen Moment die Jüngeren von Ihnen vorstellen, dass zum Beispiel meine Patientin, unsere Patientin, 60 Jahre und länger unter all diesem Schrecken gelitten hat und nie innerlich zur Ruhe gekommen ist. Das heißt, das ist eigentlich eine fortgesetzte Quälerei und bis hin irgendwie, je nachdem, wie das beantwortet wird, eben auch ja, fast foltermäßig erlebt wird. Also Frau Z. hatte den Wunsch, sie wollte mehr inneren Frieden finden. Sie sei immer wieder überfallartig gequält von Erinnerungen an damals und sie wüsste nicht, wie sie sich dagegen wehren könne. Das ist also ein Zeichen einer sogenannten posttraumatischen Belastungsstörung, wenn diese Erinnerungen immer wieder kommen. Und wir nennen das allerdings dann eine komplexe posttraumatische Belastungsstörung, denn sie hat ja ganz viele Traumatisierungen erlitten, also diese Vergewaltigung und die Vertreibung und so weiter. Für unsere Patientin war der größte Schmerz, dass sie so, wie sie sagte, Mutterseelen allein mit all dem war. Für das Kind, das sie war, zählte natürlich die Abwesenheit vom Vater, die Not, der Hunger, die Vertreibung und eben die Vergewaltigung und die namenlose Verlassenheit danach. Es wurde uns auch in der therapeutischen Arbeit, das ist mir auch wichtig, das hier mal zu sagen, das Kind in ihr konnte natürlich überhaupt nicht verstehen, was ihm widerfahren ist. Die Erwachsene konnte es dann nach und nach auch mit unserer Hilfe einordnen, aber dieses kindliche Ich, das steckte sozusagen immer noch in seiner Panik drin und hatte keine Möglichkeit, irgendwas zu begreifen und einzuordnen. Im Lauf der Therapie kam die Patientin dann von sich aus drauf, dass sie sich die historischen Zusammenhänge versucht hat zu erklären, was ihr auch ein Stück weit geholfen hat und was ihr auch geholfen hat, mit sich selbst mitfühlender zu werden. Ein Riesenproblem und ein großer Schmerz der Patientin war, dass sie mit ihrer Tochter überhaupt nicht gut zurechtgekommen ist, beziehungsweise die nicht mit ihr. Und so wie die Mutter das geschildert hat, hatte die Tochter auch sowas wie Traumafolgestörung. Wir nennen das dann sekundäre Traumatisierung, also wenn man gar nicht selber traumatisiert wurde, aber durch eine Umgebung was mitkriegt und dadurch dann indirekt, aber eigentlich auch direkt, vor allen Dingen als kleines Kind, erneut traumatisiert wird. Wir haben dann die Tochter der Patientin eingeladen und haben mehrere Gespräche mit beiden geführt. Und was sehr erschütternd war, auch für uns, war, die Patientin hatte natürlich ihrer Tochter nichts erzählt von diesen Dingen, vom Krieg und von der Vergewaltigung. Und es hat dann auch die Tochter sehr erschüttert, das zu hören.
und hat für Sie natürlich auch einiges zurechtgerückt oder ihr geholfen zu verstehen, warum die Mutter war, wie sie war. Das Schlimmste für Kinder von traumatisierten Müttern ist eben dieses Weggehen der Mütter. Und schon bei den Babys ist ja dann das Problem, dass die Mütter keinen Augenkontakt halten und einfach nicht im Kontakt sind mit ihren Babys. Und das schädigt die Babys. Auch wenn die Mutter das nicht will. Ja, ein schreiendes Baby ist ein Trigger für eine traumatisierte Mutter. Und dann verschwindet sie sozusagen. Und es ist nichts mehr an Kontakt. Und das ist sehr belastend für die nächste Generation. Jetzt ein paar allgemeinere Daten. Also die WHO beschreibt, dass unter den Folgen sexualisierter Gewalt und Gewalt gegen Frauen vor allen Dingen Depressionen und Alkoholprobleme festzustellen sind, dass vergewaltigte Frauen 1,5 Mal öfter mit Geschlechtskrankheiten infiziert sind als andere. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen lassen, ist doppelt so groß wie bei anderen Frauen. Und unter all diesen Schwierigkeiten und noch einigen mehr, die ich noch nennen will, haben natürlich auch die vergewaltigten deutschen Frauen am Ende des Zweiten Weltkriegs gelitten. Darüber hinaus war es in Deutschland wohl ziemlich ähnlich, wie das dann 1995 in Bosnien war. Die Frauen haben über die Dinge nicht reden können. Das haben wir schon von Frau Z. gehört. Und diese massive Ablehnung und dieser Mangel an Verständnis und das Totschweigen der schlimmen Erfahrungen kam natürlich als Belastung für die meisten dieser Frauen dazu. Das haben auch übrigens die Interviewpartnerinnen von Kuvert so beschrieben. Und wie wenig soziale Unterstützung sie hatten. Soziale Unterstützung, wenn sie gegeben wurde, hat immer dazu geführt, dass es ein bisschen leichter war für die Frauen. Aber das war eben nicht die Regel. Ich wollte übrigens hier auch noch an Hannelore Kohl erinnern. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen. Ja, die ist mit 12 Jahren auch vergewaltigt worden auf der Flucht. Und ich habe mich ein bisschen mit ihr befasst und habe auch erfahren, dass diese sogenannte Lichtallergie medizinisch nicht nachweisbar war. Und meine Hypothese auch als Psychoanalytikerin ist, dass sie vielleicht diese traumabedingten Gründe sozusagen nur im Dunkeln aushalten konnte oder kein Licht in ihr Leben hineinbringen wollte, in ihre Geschichte. Und das war ja so eine extrem disziplinierte Person, die wahrscheinlich gelernt hatte, dass man Schmerz und Verletzlichkeit einfach nicht zeigen darf. Was übrigens, glaube ich, auch für mich und meine Altersgenossinnen und die etwas Älteren auch gilt. Das ist nicht immer schlecht, aber es ist schon auch manchmal ein Problem, dass man sich zu viel am Riemen reißt und das von klein auf derartig verinnerlicht hat. Ich meine, eine Dauerbotschaft an uns, die auch die Frau Z. gehört hat, weil man ja nicht wusste, was ihr Schlimmes passiert war. Stellt euch doch nicht so an, ja, und nehmt euch nicht so wichtig. Also wichtig genommen wurden die Soldaten. Ja. Denen hatte man zuzuhören und die haben es schwer gehabt. Stimmt ja auch. Aber dass zum Beispiel eben diese vergewaltigten Frauen und Mädchen oder auch die kleinen Kinder, dass die auch gelitten haben, das kam nicht vor. Ja, also das heißt, es ist eben kann die nächste Generation auch noch schwer betroffen sein. Es gibt eine Studie von Frau Yehuda über die Nachkommen von Holocaust-Überlebenden. Und da hat sie zeigen können, dass wenn beide Eltern Zeichen einer Posttrauma-Folgestörung hatten, dann die Kinder dieser Menschen ebenfalls bis zu 80% Posttrauma-Folgen, obwohl sie nicht im üblichen Sinn traumatisiert worden sind. Und ich denke, Ähnliches kann man mit Sicherheit auch
für viele Kinder von traumatisierten Frauen durch Gewalt und sexualisierte Gewalt traumatisierte Frauen annehmen. Denn was auf jeden Fall, ich ja eben schon gesagt habe, Halt und Geborgenheit können solche Mütter schlecht vermitteln. Und dann gibt es noch was Wichtiges, das ist, wird heute mit den Spiegelneuronen erklärt. Vor allen Dingen die kleinen Kinder spüren die Ängste, die Panik und all diese schwierigen Gefühle der Mütter. Und wenn sie sehr klein sind, bis ungefähr 3, ist es, als würden sie es selbst erleben. Ja, ich habe mit Patientinnen gearbeitet, die erst mit Mühe sich klar werden konnten, ja, das ist überhaupt nicht meine Angst, das kommt von meiner Mutter. Ja. Und das ist eine große Befreiung, wenn man das in der Therapie herausarbeiten kann. Ich habe da was übernommen von Mutter oder von Vater oder sogar von beiden. Die Ehen haben natürlich gelitten, dieser Frauen, und die Beziehung zu den eigenen Kindern auch. Hingabe war diesen Frauen selten möglich. Sie haben dissoziiert während sexueller Kontakte und eben auch, wenn die Kinder die Mütter gestresst haben. Nochmal zu dem Greifswalder Forschungsprojekt. Das ist natürlich eine winzige Gruppe, die dann da noch untersucht werden konnte. Also zum einen waren natürlich viele schon tot 2008 und zum anderen waren aber auch viele halt nicht mehr in der Lage, darüber zu reden. Und ich glaube, dass es viele auch nicht wollten. Also es kommt alles zusammen. Aber immerhin, 36 Frauen haben sich bereit gefunden zu Interviews und auch zu Fragebögen. Und Kuvert beschreibt also auch posttraumatische Belastungsstörungen, also auch mit diesen Übererregungssymptomen, Depressionen, Albträume. Die Übererregung hat sich vor allen Dingen in Herzrasen, Zittern oder Schlafstörungen gezeigt. Das Selbstbewusstsein der Frauen war nicht gut und sie machten sich immer Vorwürfe und waren nicht liebevoll mit sich selbst. Und viele Frauen haben eben auch berichtet, dass sie nicht in der Lage waren, über das ihnen zugefügte Leid zu sprechen. Das Sprechen über Leid ist ja erneut belastend. Ja, das darf man auch nicht unterschätzen, was das wirklich bedeutet, für einen traumatisierten Menschen über seine Traumata zu reden. Und wir müssen auch respektieren, wenn Leute das nicht wollen. Ja, heute ist ja so in Mode gekommen, du musst darüber reden und das hilft dir. Das hilft aber längst nicht allen, das möchte ich ja auch mal sagen. Ja, es ist also sehr wichtig, wenn man mit traumatisierten Menschen arbeitet, dass man respektiert, was die wollen und nicht irgendeine Idee im Kopf hat, wie das zu gehen hat. Aber diese 36, die wussten ja aus den Informationen, dass sie also eingeladen sind zu reden und das haben sie auch gemacht. Man kann schon wirklich von einem tabuisierten Verbrechen auch in den Kontexten, in denen ich arbeite, sprechen. Das heißt, bis in die 80er Jahre hinein wurde sowieso über sexualisierte Gewalt im Sinne von Freud geredet, auch nach dem Motto, du hast es ja selber gewollt, ja, dass der Papa dich vergewaltigt. Das war ja dann Freuds Hypothese, nachdem er abgewiesen worden ist von seinen Kollegen mit seiner Hypothese, die Väter hätten die Töchter vergewaltigt. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen. Das ist eine der tragischsten Geschichten in der Geschichte der Psychotherapie. Das, also wenn ich an Freud als Mensch denke, nachvollziehbar, aber für die Millionen von Frauen, die darunter über Jahrzehnte gelitten haben, natürlich eine Katastrophe. Und wenn man 1985 nicht in unsere Klinik kam, sondern in irgendeine der vielen anderen, da gibt es Berichte, die können Sie nachlesen, dann, wenn eine Patientin gesagt hat, der Vater habe versucht oder wirklich sie vergewaltigt, naja, das haben sie ja gewollt. Ja, das war Standard, das müssen Sie mal vorstellen. Das war Standard in der Psychotherapie als Intervention, wenn Patientinnen und auch Patienten, also nach der Ödipus-Theorie hat eben das Kind
den gegengeschlechtlichen Elternteil verführen wollen und den anderen umbringen. Ja, das sind ja diese blödsinnigen Theorien, die sind jetzt überholt, aber also jedenfalls weitgehend. Aber damals waren die gang und gäbe. Und wir haben uns eben entschlossen, das so nicht zu handhaben, sondern unseren Patientinnen zuzuhören und ihnen Glauben zu schenken mit dem, was sie uns erzählt haben. Und so war die Klinik, die ich geleitet habe, neben einer zweiten, die von Frau Olbricht geleitet wurde in Bad Wildungen. Wir waren exotisch und galten auch als die Spinnen. Die sind verrückt, was die da machen. Das ist doch keine Wissenschaft. Ist alles nur nicht lange her. Ja? Das müssen Sie sich klar machen. Okay, also wir haben diesen Frauen zugehört und haben dann versucht, so gut wir konnten, ihnen beizustehen und eben auch haben dann nach und nach Konzepte entwickelt, die wir uns auch entliehen haben von Kolleginnen und Kollegen aus USA und den Niederlanden, Konzepte zu finden, mit denen wir den Frauen und den später auch Männern, es kamen dann immer mehr Männer, angemessen zu helfen. Ja, nochmal der Punkt soziale Unterstützung. Also in dieser Forschung von Kuvert und Mitarbeiterinnen war das eben ein ganz wichtiger Punkt. Und man konnte, die konnten in ihrer Studie zeigen, dass es eine Verbindung gab zwischen sozialer Unterstützung und Belastung. Also bei viel sozialer Unterstützung ging es den Frauen ein Stück weit besser als bei wenig. Und wenig soziale Unterstützung war aber mehr oder weniger die Regel. Dann fand ich eine Studie noch interessant, die möchte ich abschließend noch erwähnen. Und zwar hat Kuvert zwei Gruppen verglichen, also die Frauen mit Vergewaltigungserfahrungen einerseits und Frauen, die den Krieg erlitten haben ohne Vergewaltigung. Und das ist schon wirklich erschütternd. Die vergewaltigten Frauen haben zu ungefähr 81% von schweren Problemen mit ihrer Sexualität berichtet. Und bei den anderen waren es nur auch schlimm, aber trotzdem, der Unterschied ist schon wirklich eindrucksvoll. Nur 19%. Und das ist vielleicht die schwerwiegendste Folge für diese Frauen. Und das können Sie sich vorstellen, dass sich das natürlich auch auf die Familie und auf die Kinder ausgewirkt hat. Es haben sich Kinder der betroffenen Frauen bei Kuvert gemeldet und sogar Schwiegerkinder, weil sie so in Sorge waren um ihre Mütter und Schwiegermütter. Auch das ist ja eher ungewöhnlich. Dann möchte ich das zusammenfassen und beziehe mich ein bisschen auf meinen Freund und Kollegen aus Klagenfurt, Klaus Ottomeier, der sehr, sehr viel auch forscht zu Trauma. Der sagt, Trauma ist immer ein schmerzhaft Unerledigtes, ein unfinished business. Also und sexualisierte Gewalt besonders. Übrigens habe ich schon eine Erklärung, warum das so schlimm ist. Weil das nämlich unser Zentrum betrifft. Das ist unsere Identität als Frau oder auch als Mann, was da zerstört wird. Und ich bin auch fester überzeugt, auch wenn das vielleicht nicht nachgewiesen ist von den entsprechenden Forschern, das ist auch so gewollt. Das wäre wichtig, da mal dran zu forschen. Ja, was wollen eigentlich die Täter erreichen durch sexualisierte Gewalt? Den anderen Menschen wirklich in seiner Tiefe zerstören, das ist meine Überzeugung. Also, etwas ist überhaupt nicht in Ordnung. Ein nicht gesicherter Abgrund, ein schreiendes Unrecht ist das. In der zweiten Generation und in gewisser Weise und in Sicht auch in der dritten kann keine Ruhe eintreten. Es arbeitet bewusst und unbewusst weiter, so als sollte ein ungeheurer Missstand korrigiert werden. Ich glaube, das erklärt auf einfache Weise, warum das weitergeht an die nächste Generation. Neben natürlich der Tatsache, dass eben dieses Nicht-Beantworten-Können der Babys, der Kleinkinder auch eine traumatisierende Wirkung auf die nächste Generation hat. Während die Angehörigen der zweiten Generation die Angst und die Trauer ihrer Mütter noch ganz direkt spüren
und sich oft nicht getrauen, nachzufragen, siehe mein Beispiel, und sich den bewussten und unbewussten Aufträgen kaum entziehen können, ist die Beschäftigung mit dem Trauma der Großmütter bei den Enkeln zwar auch noch ein manchmal angstmachendes Lebensthema, aber sie haben weniger Hemmungen zu fragen. Sie können sich diesem Thema, welches für Sie bereits ein Thema unter anderem ist, mit größerer Freiheit und oftmals mit erstaunlicher Kreativität zuwenden. Und das macht mir Hoffnung. Vielen Dank. Sehr herzlichen Dank, Frau Redemann, für Ihre auch zum Teil sehr berührenden Ausführungen. Ja, es gibt Hoffnung durch frei werdende Kreativität. Mich würde noch mal interessieren und sicherlich auch viele hier im Raum, wenn Reden nicht immer hilft, welche anderen Bewältigungsstrategien helfen dann? Also, wenn jemand überhaupt Hilfe sucht, ja, die Mehrzahl dieser Frauen hat ja nie Hilfe gesucht. Die gab es erst nicht und dann haben sie sich irgendwie damit eingerichtet. Also wenn jemand Hilfe sucht, dann ist eben diese sogenannte, von Freud sogenannte Talking Cure nicht der einzige Weg. Und zumindest in psychosomatischen Kliniken bietet man natürlich ganz viel Verschiedenes an. Wir haben kreative Therapien angeboten, vor allen Dingen künstlerische Therapie, die sehr gerne angenommen wurde und ganz viel Körperarbeit, also ganz viel den Körper spüren lernen, wahrnehmen lernen. Das ist jetzt auch in der neuesten Forschung zu Trauma und den Folgen, wird das sehr hervorgehoben, wie wichtig es ist, mit dem Körper zu arbeiten, weil gerade bei frühen Traumatisierungen eben da Bereiche betroffen sind im Gehirn, die sehr viel tiefer liegen als unser Frontalhirn, mit dem wir dann reden können und reflektieren können. Und da muss eben der Körper und seine Spürfähigkeit sozusagen wieder entdeckt werden. Also möglichst viel verschiedene Therapieangebote und nicht einseitig immer nur die Talking Cure. Das ist der neueste Stand, würde ich sagen. Also schon seit geraumer Zeit. Dankeschön. Und soziale Unterstützung hilft, sagten Sie auch. Vielleicht. Genau, ganz wichtig, ganz wichtig. Deshalb haben wir immer auch angeboten, mit den Familien der Betroffenen gemeinsam auch zu arbeiten, wenn die Patientinnen und Patienten zugestimmt haben, natürlich. Ich meine, zum Teil war das so desaströs, dass sie das nicht wollten. Aber wenn es ging, sollte man immer auch die Angehörigen, mit denen noch eine Verbindung besteht, einbeziehen. Marianne hat eine Nachfrage. Ich nehme dann gern noch 2, 3 kurze Nachfragen an. Vielen Dank, Frau Redemann, für diesen Vortrag. Ich glaube, er hat uns auch noch mal vor Augen geführt, worüber wir hier eigentlich reden. Mhm. Und ich habe eine Frage. Können Sie feststellen, dass das, was wir vorhin so Normverschiebung genannt haben, also die durch die feministische Bewegung angestoßene Möglichkeit, über solche Sachen anders zu reden und sie auch anders zu bewerten, hat das bei diesen älteren Frauen und alten Frauen auch was bewirkt? Hat es ihre Situation in irgendeiner Form oder hat es sie mehr geöffnet und hat es ihre eigene Lebensgeschichte sie anders betrachten lassen? Ja, wenn wir sie erreichen konnten, schon. Also das heißt, wenn sie zu uns kam. Und jetzt sind ja die meisten von diesen Frauen also so alt, dass die häufig in Heimen sind. Und da wäre es halt sehr wichtig, wenn die Betreuungspersonen da mehr wüssten. Und es gibt auch Angebote, die werden zum Teil angenommen. Martina Böhmer ist da eine Pionierin. Also
dass die Pflegenden auch besser verstehen, was mit den Frauen wirklich los ist, wenn die so in Angst und Panik geraten. Übrigens, diese Geschichte von der von Ihnen, Frau Gebhardt, von dieser jungen Frau, die aus dem Fenster gesprungen ist, von der man gesagt hat, sie habe eine Paranoia, das würde ich heute nicht mehr unterschreiben. Die hatte Flashbacks, ja, die hat, wenn sie Amerikaner gesehen hat, war die sofort wieder in ihrem Trauma drin. Ja, und das ist auch bei den Alten und überhaupt bei allen Menschen, die mit ihren Traumata nicht fertig geworden sind, die durch irgendwelche Auslösereize, die an das Trauma erinnern, sind die da wieder drin. Also eine gängige Erzählung ist, alte Frau mit jungem Pfleger, ja, der ganz nett ist eigentlich, und sich jetzt halt um sie kümmern will und dann fängt die an, um Hilfe zu schreien. Ja, die ist nicht verrückt, sondern die hat eine Traumafolgeproblematik, wahrscheinlich aufgrund eben auch von Vergewaltigung, ganz oft. Und es hat sich leider nach wie vor nicht genug rumgesprochen und da gibt es noch viel zu tun. Aber Trauma, wen interessiert schon Trauma? Also wirklich, das muss ich sagen, auch in meiner Profession. Das sind immer bestimmte, die dafür offen sind, aber die Mehrzahl ist es nicht. Und die Psychiater, muss ich leider sagen, noch viel weniger. Ja, und wenn, dann haben sie jetzt als neueste Masche sofort konfrontieren. Also ohne Rücksicht auf Verluste, ob jemand ihnen was erzählen will oder was. Machen sie Druck, du musst jetzt darüber reden. Das ist auch Gewalt in meinen Augen, was da passiert, neuerdings in der Szene. Wir nehmen noch hier eine Frage an und dann. Godula Kosak, Vorsitzende von TERREFAM. Ich habe eigentlich eher eine Frage hier an die Mitveranstalterin Medica Mondiale. Wie halten Sie das aus in den Gebieten, wo Sie mit aktuellen Folgen der frisch Traumatisierten zu tun haben und dann so eine Prognose eigentlich vor Augen haben, dass das noch über Generationen weitergeht? Was tun Sie, das kann ja eigentlich nur erste Hilfe sein. Und wo sehen Sie da Ihre Möglichkeiten, Ihre Chancen und zu lindern? Oder was ist überhaupt das zu erwartende Ergebnis? Denn mich macht sowas natürlich auch depressiv, also pessimistisch. Ja? Ich bin selber Nachkriegskind und habe also auch diese, denke mal, ein Stück von dem Posttrauma, dem Trauma meiner Mutter mitbekommen. Ich weiß, worum das geht und kenne diese Traurigkeitszustände. Und ich denke, nee, hör auf, ja, dir geht's so gut. Ja? Nee, aber man kann daran ja arbeiten, wenn die Menschen kommen. Das ist nicht so hoffnungslos. Ja, aber wenn das jetzt über Generationen, und Sie können nee, ja längst nicht alle Leute. Dann geht's ja nicht weiter. Wenn man den betroffenen Frauen helfen kann und das macht Medica Mondiale, ja, dann geht es eben nicht weiter. Ich glaube, ihr habt ja dann auch noch da, sagt ja noch was dazu. Kann ich die Frage von dem Herrn noch dazu nehmen und dann Monika deine Antwort? Oder? Ja, vielen Dank, Frau Riedemeyer. Ich bin jetzt ich habe das Glück, Sie zweimal jetzt in Ihre Vorträge zu tragen. Ich habe Forschungen in ein Gebiet über drei Generationen, was in Deutschland kaum bekannt ist, über die griechische Genozid und das armenische wird langsam immer häufiger aus der heutigen Türkei, sage ich mal. Ich gehöre der dritten Generation. Und was für mich auch wahnsinnig interessant war, ist das, was Sie gerade beschrieben haben, dass ich erlebe. Ich bin dabei, jetzt auch ein Buch darüber rauszugeben. Was ich anmerken möchte, ist das Thema, was vorhin auch die Vorredner reinkam, aber ich dachte, ich warte auf Ihren Vortrag. Ich denke, wir sollten das Tabu der nicht angenommenen Homosexualität der Männer endlich mal aufgreifen. Und ich denke, sowas, was im Krieg passiert, in eine monokulturelle Männerwelt, die eigentlich Homosexuelle gekappt ist, weil sie das nicht zugestehen können, weil man kann ja homosexuell sein und dazu stehen, mein Gott, was ist daran? Und deswegen die Frauen darunter leiden oder auch die Männer zu Frauen degradieren, um sich als Mann wieder bestätigt zu fühlen, sonst muss man sich hinterfragen. Ich glaube, dieses sollte man langsam angehen und sagen, ja, da ist was Männer nicht annehmen können und deswegen das ausagieren. Also da
würde ich sagen. Ja, ich glaube, das war schon eine Theorie von Freud. Da ist sicher was dran. Danke. Wollen Sie dazu noch was sagen, direkt jetzt? Nee, das macht jetzt Monika. Das nee, und zu der... zu der Dame. Ja, zu der müssen Dame, wir doch noch was sagen. Zu der Frage sozusagen der tabuisierten Homosexualität, die über dem Ganzen oder unter dem Ganzen liegt. Ja, ich nehme an, dass das letzten Endes dann wieder verschoben wird und projiziert wird und eben der Hass, den man auf sich selber hat, solange Homosexualität ein Tabu ist, wird dann ausagiert an den Frauen, indem man die schlecht behandelt. Mhm. Also ganz verkürzt ausgedrückt. Ich glaube schon, dass das eine große Rolle spielen kann. Deshalb bin ich auch froh, dass wir wenigstens hier in Deutschland diese Thematik einigermaßen inzwischen gelöst haben. Wie ich jung war, war Homosexualität ein Verbrechen, was einen ins Gefängnis brachte. Lange Jahre, ja. Der Paragraph ist ja dank Herrn Heinemann, der war damals Justizminister, dann 69, glaube ich, modifiziert und dann abgeschafft worden. Das ist alles noch nicht lange her, ja. Hat natürlich weitreichende Folgen auch. Gut. Monika Hauser, bitte ganz kurz. Und dann habe ich noch eine Meldung da hinten und dann schließen wir für den Vormittag. Ja, ganz kurz auf diese Frage. Wir haben das von Anfang an, also seit 25 Jahren, nicht so verstanden, dass wir nur Hilfe oder Notfallhilfe machen. Wir haben unsere Arbeit immer als eine verstanden, die Veränderung bringen soll, die Strukturen verändern soll. Und im Wissen, und darüber sprechen wir auch mit Expertinnen wie Luise Redemann seit über 20 Jahren, dass es eben diese transgenerationellen Folgen hat. Das heißt für uns ganzheitliche Unterstützung von Anfang an, immer also psychosoziale, juristische, medizinische Hilfe gebündelt, damit Frauenrealitäten insgesamt erfasst werden, immer mit einkommensschaffenden Maßnahmen, damit Frauen nicht wieder in neue sexuelle Abhängigkeiten geraten, sondern für sich selber sorgen können und immer kombiniert mit Menschenrechtsarbeit, damit sich langfristig in diesen Gesellschaften was verändert. Das heißt dann Community-Arbeit, also in den Gemeinden, mit den Ehemännern, mit den Vätern, mit den Dorfältesten, mit den sonstigen Autoritäten zu kommunizieren, gesellschaftliche Aufklärung zu machen, dass sich an diesen patriarchalen Strukturen was verändert. Das tun wir an allen Standorten, das tun unsere einheimischen Kolleginnen überall. Nur karitative Arbeit, und ohne dass ich dieses Wort diffamieren will, verbietet sich hier. Wir brauchen diesen ganzheitlichen, holistischen Ansatz, der endlich weltweit auch von den großen Organisationen erkannt wurde. Und wir brauchen es immer mit gesellschaftlicher Advocacy-Arbeit. Ohne das ist das nicht zulässig. Nur wir machen diese Arbeit vor Ort und gleichzeitig sehen wir, wie hier mit hierher geflüchteten Menschen umgegangen wird. Wir wollen doch, dass die gestärkt zurückgehen können, um ihre Länder wieder aufzubauen, um vielleicht selber Change Agent zu sein, wie man so schön sagt, in ihren Regionen. Sie werden hier zum Teil re- und neu traumatisiert, weil sie entsprechend von Behörden und Institutionen behandelt werden. Also das heißt, Ihre Frage war, wie wir vor Ort arbeiten. Da tun wir alles dafür, um Frauen und Männer. Wenn wir Frauen stärken, stärken wir immer die ganze Gesellschaft. Das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt, immer wieder sich vor Augen zu halten. Aber was tun wir hier in unseren reichen Ländern mit hierher geflüchteten Menschen, die all das erlebt haben und vor sich haben, Generationen, was Luise Redemann gerade beschrieben hat. Also es ist immer wieder der Blick nach innen, auf unsere eigene Politik, auf unser eigenes Verhalten sehr, sehr nötig. Ja, und kann ich gerade dazu doch noch was sagen? Ich möchte noch sagen, natürlich muss man sich auch sehr stark um Selbstfürsorge kümmern, wenn man so eine Arbeit macht. Ja, man muss immer wieder sich fragen, wie kann ich die Dinge auch wieder gehen lassen? Ja, ja, nicht alles sozusagen ins eigene System integrieren, sondern tun, was man kann. Und da ist auch gut, wenn wir viele sind und nicht so Einzelaktionen machen. Und gute Selbstfürsorge, dann, wenn man, da kann man auch Freude an dieser Arbeit haben, weil man erlebt ja auch, dass es Menschen dann wirklich auch besser geht oder sogar einer ganzen Familie, ja. Also bei dieser VZ und ihrer Tochter, das war schön, denen ging es ja dann besser, den beiden.
Eine letzte Frage noch. Hi, mein Name ist Anna Karnitz und ich komme auch aus der psychologischen Schiene und beschäftige mich mit Traumata und finde, weil Sie gerade sehr, sehr lange in diesem Bereich arbeiten und Sie haben eben schon im Nebensatz ein bisschen die Kritik an Psychiatrie schwellen lassen und mich würde interessieren, da gerade Trauma ja im Prinzip wieder etwas total aufschnellt durch die Geflüchteten, die hierher kommen. Auf einmal ist es wieder auch in der Psychologie in großer Munde und dem Trend, den ich in der Psychologie beobachte, dazu hingeht, dass es sehr symptomorientiert ist, funktional, wenig Komplexität erfasst. Aber wie Sie gesagt haben, wenn wir uns im Traumabereich gerade mit Kriegsgewalt, sexualisierter Gewalt befinden, wir von sehr komplexen Traumatisierungen sprechen und Diagnosen wie PTBS, halt wenig wirklich die Realitäten begreifen. Inwiefern würden Sie sagen, haben Sie es in Ihrer Laufbahn beobachtet und würden auch jetzt sagen, dass der Trend diese Komplexität von Traumatisierung und die Reflexion von politischen und gesellschaftlichen Verhältnissen sich wirklich in therapeutischer Arbeit, in individueller Arbeit niederschlägt? Viel zu wenig. Also ich komme ja aus einer Zeit, da war die Psychoanalyse zum Teil sehr sozialkritisch, zum Beispiel Paul Parin als ein Name. Und das war für mich immer sehr wichtig, also die Menschen als Individuen, aber auch in ihren Bezügen zu sehen, dass was heute an Traumatherapie propagiert wird, ist wahnsinnig reduktionistisch. Es ist weder begegnungsorientiert, noch ist es sozialkritisch. Also aus meiner Sicht ist das alles ziemlich ärmlich. Aber heute ist das große Wort evidenzbasiert. Und wenn irgendwas evidenzbasiert ist, was ja auch bedeutet, das geht nicht ums Individuum, sondern eine Gruppe, dann, wenn was evidenzbasiert ist, dann soll man es machen. Und wenn was nicht evidenzbasiert ist, dann soll man es nicht machen. Das sind alles so Sachen, die kann ich nur als sehr ungut bezeichnen, weil Evidenzbasierung war ursprünglich konzipiert dafür, dass man Patienten sich informieren können, was möglicherweise am hilfreichsten ist. Und das hat sich vollkommen umgedreht, ja. Und dann kommt noch das Problem dazu, die meisten traumatisierten Menschen, über die wir hier jetzt auch reden, haben gar keine posttraumatische Belastungsstörung, sondern die haben eben jede Menge Posttraumafolgen, ja, aber keine Belastungsstörung im engeren Sinn. Und dafür gibt es keine Diagnose. Und dafür gibt es keine Forschung. Das hat aber auch wieder Vorteile, weil solange es keine Forschung gibt, macht man halt seine Arbeit so gut man kann, ja, und wird nicht dauernd angegriffen, dass es nicht evidenzbasiert ist. Trotzdem wird in dem Bereich ist sehr viel Ungutes zu beobachten, was ich mir nicht hätte träumen lassen, als ich da 85 in der Klinik anfing, wo ich gedacht habe, es geht um Mitmenschlichkeit, es geht um Mitgefühl, es geht darum, dass man die Menschen in ihrem Leid ernst nimmt und so weiter und dass man ihnen auch Zeit lässt für ihre Heilungsprozesse, das ist alles gar nicht mehr gefragt. Also es ist eigentlich eine relativ unschöne Entwicklung. Ja, wir müssen schon wieder mit Wasser im Wein aufhören sozusagen. Also es ist auch klar geworden, dass es auch nochmal Aufgaben wirklich für die Wissenschaft und für die Forschung gibt. Das ist hier einiges auch an Kritik genannt worden. Ich lege Ihnen nochmal von beiden Panelistinnen die Literatur ans Herz. Von Luise Reddemann gibt es verschiedene. Das ist, glaube ich, das Neuere, ne? Das letzte Buch. Zu dem Thema Kriegskinder und Kriegsenkel in der Psychotherapie, aber auch von Ruth Seifert finden Sie einige Artikel im Netz. Ich bedanke mich bei Ihnen beiden für Ihr langes Ausharren auf dem Panel, dass Sie das mit mir hier gemacht haben. Herzlichen Dank für Ihr Kommen und Ihre Beiträge. Ja, danke an Sie auch.